Was für liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Zweikanal auf Fieser Dinkel und herzlich willkommen zu der zweiten Runde von Dinkel vs. Uncut, meine lieben Damen und Herren. Ich habe hier heute wieder einen berüchtigten Gast auf meinem Kanal und zwar den lieben Stylus. Der richtig geil aufgeklatscht ist gerade. Der richtig mit Herz. So, wir sind hier jetzt in der zweiten Runde. Es steht 1:0 für Team Dinkel. Ich habe jetzt gerade schon gehört, dass sehr viele von unseren Streamer-Kollegen in dieser Runde mit drin sind. Viele für Uncut, ein paar für Dinkel. Es wird eine sweatige Runde, deswegen zieht euch die Runde komplett rein und wir haben auch noch eine sehr, sehr geile Challenge gestellt bekommen. Weiß nicht, ob die sehr, sehr geil ist. Unserer Community zum Ansehen. Nicht zum Ansehen. Zum Ansehen ist sie vielleicht geil, ja. Und zwar jedes Mal, wenn für mich wir ein Kill spectaten, wo ein Dinkel stirbt, muss ich einen dieser scharfen, ekligen Kaugummis mir reindrücken. Und Chris auf der anderen Seite, bei dem ist leider nicht angekommen. Der Nachbar, der das angenommen hat, ist leider vom Erdboden verschwunden. Der wollte die Kaugummis für sich haben. Wer Gaskanaten erfunden hat, gehört übrigens an der Stelle gefeuert. Also, dass das, das in Gulag da gibt. Du hast ein Drittel von dem Gulag, kannst du nicht benutzen dann. Du kannst nicht ins Visier gehen. Also, das ist wirklich. Also, das kann man nicht ernst meinen. Und Chris hat deswegen von D-Rock, der gerade bei ihm zu Besuch ist, Jalapenos oder Pepperonis? Was war das? Was sind das? Das sind Chilis, ne? Oder Chilis. Das sind Chilis. Ganz normale Chilis. Ich kann die auch gerne mal einfach in die Camp. Nee, kann ich nicht, weil sonst kipp ich alles um. Okay, mach das nicht. So kleine Chilis, ja. Ja, und jedes Mal, wenn wir gleich sehen, dass ein Uncut leider down geht, dann muss Chris was essen. Und jedes Mal, wenn ein Dinkler down geht, dann muss ich was essen. Okay. Dinkel-Smiler im Gulag. Für Dinkel, wichtig, aber Dinkel gegen Dinkel. Nein, ich muss essen, ja. Ja, also so oder so musst du jetzt essen, ja. Scheiße, ich greif schon mal rein. Jam, jam, jam. Du hast Kaugummis und ich habe richtige Chilis halt, ne? Es gibt bei mir drei unterschiedliche Schärfe gerade. Ja, Smiler hat gewonnen. Oh, Gott sei Dank, das Rote. Also, das, was ich habe, ist Piri-Piri, feurig scharfe Chilischoten. Nein, ich habe wieder einen Dinkel. Ja, komm, hol mich. Hol mich, hol mich, hol mich. Ja, das stimmt jetzt gerade. Musst du zwei essen, ja, ne? Darf ich die dann ausspucken eigentlich irgendwann? Nee. Oder muss ich die bis zum Ende drin haben? Du musst einen riesengroßen Kaugummiball haben im Mund. Nein, ich habe das Schärfste gezogen. Geil. Okay. Ey, okay. Ui, 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 ui. Wieder Dinkel gegen Dinkel im Gulag, das ist geil. Nee! Das ist richtig geil. Oh, das ist geil. Und das ist der dritte Kaugummi. Bro! Bro! Warum werde ich denn jetzt so geknallt? Geil. Ey, Annie aus der Luft schießen jetzt hier für noch einen Kaugummi. Okay. Vielleicht ist das nicht so schlimm. Okay. Ich hab grad gehört, Vincent und Sukex für Uncut im Duo. Ja, hab ich mitbekommen. Sukex ist in der Pre-Game-Lobby drin gewesen, sehr geil. Aber ich hab zu Sukex direkt gesagt, geh nicht auf viele Kills, geh bitte auf den Win. Also wie ich die kenne, gehen die jetzt auf, wir machen 30 Bomb in Uncut vs. Dinkel. Was natürlich irgendwo geil ist, aber irgendwie auch halt nicht. Warte, sind das Kaugummis oder Bonbons? Weiß nicht. Ich hab sie ja nicht bekommen, mein Nachbar wollte sie mir nicht geben. Ey, das sind keine Kaugummis, wie geil. Ja, das ist ja übel geil, Digga. Und ich muss Chilis essen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen froh. Es sind schon scharf, aber das Rote, das geht noch. Hast du jetzt ein ganz scharfes jetzt auch schon gegessen? Grüne. Jetzt das Grüne, das ist so Wasabi-Grün, Alter. Weil du ein bisschen Angst jetzt. Any Dinkel, chinesische Schriftzeichen, kann sterben. Bin noch so ein kleines Yam-Yam für dich. Brüdi schreibt, wie steht's? Also. Das ist Quatsch. Guck mal da. Ganz oben im Screen steht 1:0 Dinkel. Das war gutes Aim. Gutes Dinkel-Aim. Und das ist doch bestimmt ein Uncut. Mit die Werben mit dem Kill an Dinkel. Du weißt, was das heißt, Phil? Oh, nein, ich habe wieder einen Grün gezogen. Geil. Ich esse jetzt zwei auf einmal. Und der Grüne ist schon scharf. Das wird ein bisschen eklig jetzt. Oh, Uncuts mit die Werben. Und Uncut Geringverdiener. Was spielt er? Was ich noch sagen wollte. Lasst eine positive Wertung da, meine Fresse. Ja, wichtig. Lasst ein Like da, ja. 300 Likes bei mir, bei Chris, keine Ahnung, 2000 oder so, ich weiß nicht. Nee, Uncut-Channel. Grüße. Sagen wir 800. Sagen wir 800. Dann muss Phil die ganze Packung leer essen, wenn ihr 800 Likes knackt. Oh ja, und da geht der nächste Dinkel down. Hä? Wo ist er hin? Warte. Und der nächste Dinkel geht down und jetzt auch... Der erste Uncut. Aber du darfst auch noch nachessen, ne? Ja, mach mal. Das ist nicht scharf. Oh mein Gott.
Ziel, gleich da vorne. Neue Position. Und ist scharf. Ziel, gleich da vorne. Digga. Oh. Wie ist es so bei dir? Gar nicht geil. Das sieht gut aus, muss ich sagen. Ah, guten Appetit da. Warum spielt der ADR? Smitty Worm? Das ist Vincent, glaube ich. Das ist, müsste Windcup sein. Da hinten? Echt? Ah, das ist gar nicht gut, wenn man den. Das ist gar nicht gut, wenn man diese früh dann sieht, weißt du, weil dann streamst du halt mal alle. Digga, das ist so scharf. Hey. Ja. Also ich sag halt ehrlich, das ist auch scharf bei mir, aber es hört sich bei dir ein bisschen schlimmer an. Ich hab halt so eine kleine genommen, da ist vielleicht, weißt du, so klein und richtig dunkelrot. Kleine, aber oh. Weißt du, was auch nice ist? Thema Kaloriendefizit und dann so eine ganze Packung Süßigkeiten essen. 180 Gramm. Das ist ein Schepper und das ist Vincent, ja. Ja. Ich nehme jetzt eine andere. Ich nehme jetzt eine hellrote, nicht so kleine. Du hast mich. Ich find's ganz cool gerade. Ich muss nicht ganz durchhaben. Nicht. Weil ich hab vergessen, dass ich auch scharf liebe. So, dann gönn dir mal mein Bester. Liebe Grüße da auch an D-Rock, der die Chilis besorgt hat, bester Mann. Der gefragt hat im Rewe, was sind die schärfsten Chilis? Na ja. Na ja. Also bei mir ist eine. Ich sag dir ehrlich, ich kann mir sogar vorstellen, dass Leute das lecker finden, was ich esse. Ich nicht. Es schmeckt scheiße, es tut weh. Ach fuck, ich bin falsch, sorry. Okay. Liebe Grüße da auch. Wie kann man denn so geknallt werden, Chris? Wie fühlst du dich? Liebe Grüße da auch den Nachbarn. Das ist ein sehr gutes Start da mit seinem Nachbar, da ein gutes Verhältnis. Achso, da kannst du mir ein Rifle holen. Brennt auch zum Glück zweimal. Ja. Der aber das Kokos, gib mir das Kokos aus, Rifle. Gib mir das Kokos. Oh, Ankert. Schade, die nächste Chili. Schade da. Ach nein, Jarak Obama. Das ist ja unlucky jetzt, Chris. Schieb dir das nächste rein in dein geiles. Also, ich wurde ja so geknallt von meinem Nachbarn. Sehr gutes. Du bist neu in der Wohnung, ne? Es ist ja direkt ein sehr gutes Verhältnis dazwischen. Ich habe aber auch kurz mal geklingelt heute. Ich bin alle halbe Stunde hin. Chris, mach dir auch gar keine Sorgen. Du kannst die Kaugummis ja oder die Gummis dann nochmal im Nachhinein essen. Voll geil. Ja, das wird helfen, safe. Ist Mannesmilch. Danke an Waifu, kurz geht raus. Ja, ich bin gerade so mental mich am Vorbereiten. Nee, mach jetzt. Ja, ich mach. Mach! Ich mach, ist es drin. Es ist drin. Oh, yummy. Guckst du zu nebenbei? Nee. Du bist ja der Teufel. Du bist der Teufel, Phil. Ich hab nicht so geguckt. Ich konzentriere mich aufs Gameplay hier. Ankert Geringverdiener. Bitte ich mal einen Dinkel jetzt wirklich. Und alle schreiben ja auch in den Chat. Denk dran, es brennt zweimal. Ja, ich schwöre, jeder schreibt es rein. Jeder. Oh Mann, ey. Was ist das? Nee, nett. Werde beschossen. Oh, da wird gebeamt da hinten. Wem schaust du zu? Geringverdiener oder Smith? Geringverdiener. Nein, okay, nein. Bin getroffen. Oh? Ohne Down gehen. Oh? Oh? Oh, da sind wieder viele Leute gerade. 7-6 Leute noch live. Sagte, ich hab dich. Der Revive ist da am Start, wichtig. Meine Lippen brennen. Also ich sag dir ehrlich, Chilis sind 10.000 Mal schlimmer als das, was ich hier esse. Also es ist ich bin sehr sauer auf den Nachbarn, wirklich. Ich werde den nie wieder angucken. Ich nehm Paket an und scheiß rein. Aber eine Chili ist schon deutlich heftiger, glaube ich, bei jedem Mal. Hey, was ist die schärfste Chili, die ihr im Laden habt?
Er ist noch knocked. Nein. Stim. Nee, ist gut. Sie hat noch nicht den Kill bekommen. Dirok genießt es gerade so hart, hat mir gerade im Chat geschrieben. Vincent im Gulag. Nein, Vincent im Gulag ist nicht gut. Hat er gewonnen, Chat? Oh. Mhm. Also schon mal nichts essen für mich. Wichtiges Sim da. Wo geht er hin? Achso. Er hat keinen Playzahn, ne? Er kann das nicht fighten. Oh, ja, aber guck mal, was da liegt. Platten. Milch trinken, okay, oder Brot essen. Alright. On my way. Da tut sich was. Mets und Knight spielen mit. Beides World Series of Warzone Participants, die da mitgespielt haben und sich qualifiziert haben fürs Finale. Hat dann für die Top 20 leider nicht gereicht. Jetzt schreibt mir jemand in den Chat, Dirok, ich liebe dich. Das ist ja wirklich bodenlos. Aber Chat, seid ihr entertained? Ich finde es, ist, bisher ist es das Beste. Ja, du stellst dich aber auch an. Ja, du stellst dich schon bitte an. Nice, Yuri. Das ist bodenlos von Dirok, ne? Also Dirok, bist du eigentlich Karma noch dafür bekommen? Eigentlich muss Dirok jedes Mal zwei dafür essen. Das ist schon frech. Ich mach mir ja schon mal ein bisschen Vorrat raus. Ja. Das bockt auch übel, sich diese kleinen Chilis da rauszuholen und so trocken zu wischen an so einem Tuch. Ich hoffe, das weicht so durch auf meinem Mauspad drauf. War dann auch das letzte Mal, denke ich, was ankam, was ich mitmache. Ja, das, was Antonia sagt. Nochmal eine mit der Paste vielleicht wohl. Boni, nächstes Mal vielleicht mit dabei sein und die gleichen Challenges, die du dir aussuchst, auch gerne mitmachen. Welche? Dann welche gerne. Paste? Du hast noch eine Paste? Ja, ja, also. Was? Willst du an der Paste riechen? Ich will an der Paste riechen, ja. Bro, ich hab Antonia gefällt, die Chili reicht auf jeden Fall. Nee, was soll ich sagen? Paste, ja, falls die Chilis nicht scharf genug gewesen wären, hat er noch eine scharfe Paste geholt. Ich hab gefragt, was ist eure schärfste Paste? Da steht nichts Deutsches drauf auf der Paste. Kann Dirok das nochmal von vorne erzählen, kurz? Nee. Die scharfe Paste. Riecht lecker. Zeig dir mal in die Cam kurz. Ich hab dein Stream nicht offen. Oh, hier wird geschossen. Boah, was ist das für eine wilde Variante? Und nur ganz bisschen. Ist wirklich wild. Ja. Mete und Blumio und Mate, gerade Vincent, voll tot geschossen und Zug ist im Gulag. Schmeckt nach Sweet Chili. Schmeckt nach Sweet Chili? Ja. Boah, voll scharf. Darf ich das essen? Okay. Oh, die Anker sind hier in einer sehr schwierigen Situation. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ja, ja. Vincent Full Dead, Stuke Gulag? Ja, ja. Nee, es schmeckt einfach scheiße. Ja, also. Ehrlich. Das ist aber nicht scharf. Das ist nicht scharf. Ja. Kauft der dir da? Was verkauft der dir da? Oh, das ist gar nicht geil. Das ist, glaube ich, wirklich für dich gar nicht geil. Aber Stu und Vincent haben auch nicht auf meinen Call gehört wieder, wie die da rumgerannt sind, ne? Nein, Stu im Gulag und Vincent Pulldead. Ich sag, spielt nicht auf Kills, spielt auf Win. Die rennen durch die Gegend. Wie sie es noch nie getan haben. Die haben alles gegeben. Ist das normale Harissa? Ich weiß nicht, ob das normale Harissa ist oder. Ich hab gesagt, das ist der Scherz, was sie da haben. Das ist der Scherz, was sie da haben? Das ist ja bodenlos. Werden die von Dinkels oder von Ankatz gejagt? Das ist die Frage, ich weiß es nicht. Es ist noch keiner Knock gegangen. Ankatz wäre halt wirklich überragend. Ankatz versus Ankatz, meinst du? Ja, ja, das wäre halt, das wäre perfekt für mich. Weil dann muss ich safe nicht essen. Und dann gewinnst du die Runde safe nicht. Rote Tracer kommt auch gerade. Das ist Roboter, ne? Ja. Might be. Ist Deki noch alive, Chat? Oh. Oh, der Snipe. Oh, ja. Schieß ihm die Hand weg. Atomar, oder? Was? Atomar? Sieht ein bisschen atomarisch aus.
was er da nach GM mit Atomar, glaube ich, naja. Oh, und dann noch der Skin mit dem Kopf. Ja, nee. Oh, und. So. Oh, und er wird nochmal angeschossen. Kurz. Ich habe dein Stream nicht offen, keine Sorge. Gönn dir. Ham. Schmacki. Auch mal was gönnen. Hier, ich find's geil. Du musst sofort anfangen zu husten. Das ist so. Kennt ihr? Push mal eine IS-Chat und schreibt es in die YouTube-Kommentare, wenn ihr so Leute kennt, Lobby, die immer so übertrieben übertreiben, was Schärfe angeht. Nö, es ist nicht scharf. Ist gar nicht scharf. So, du isst die schärfste Pepperoni, geht eigentlich. Ich hab ein bisschen, ich hab Meta-Lorbert gefunden. Zweimal draufbeißen, runterschlucken, Y-Food hinterher. Na, ja, du darfst nicht cheaten. Das musst nee. Du, dann machst du die, also nachdem du einmal eine gegessen hast, musst du mindestens 30, 35 Sekunden warten. Weil sonst ist ja... Ja, komm! Digga, du also, bist hier irgendwelche leckeren Kaugummis. Hier bin ich auf dem Sack hier. Ja, aber wenn... Macher oder Lacher? Aber T-Rock ist wirklich genauso einer. Wirklich, ja. Es ist übel scharf und auch für ihn ist es scharf. Nee, geht eigentlich. Es ist gar nicht scharf. So, als wären so Frauen dabei, so. Ja, ja genau, kann. Wenn man so jemanden beeindrucken möchte. Oder Männer. Alter. Oh, ja, das war's. Es und, ist das die nächste? Ah, dicke Blumio. Chris, unlucky. Wer ist denn hier noch drin von meinen Jungs? Der nicht so unlucky. Unnötig pusht auch an der Stelle. Grüße hinaus an Stu und Vincent. Ich hoffe, die 5 Gifted Subs haben geschmeckt. Die 5 Sifted Subs? Sifted Cups. Wind Cup down. Hm. So. Und dann warte kurz 30, 40 Sekunden, okay? Fein. Krieg doch noch einen Kaffee nebenbei oder so. Was heißt das noch? Oh mein Gott. Warte mal, ist der im Gulag gerade gestorben gegen Verdiener? Ja. Unlucky. Das ist ja dann die nächste quasi, ne? Oder? Also wenn Anker holt, musst du ja noch eine essen. Das ist die beste Runde bisher. Von mir, das ist auch egal, wenn jetzt Anker noch gewinnt. Sag ich ehrlich, hättest du sogar verdient. Sukex und Win beide alive. Ah ja. Ah ja. Liebe Grüße da an den Nachbar von Chris. Super Typ. Ja. Wenn ich mal zu dir komme, dann stelle ich dem da Blumen hin oder so. Chris, schmeckt's, wird mir hier in den Chat geschrieben. Ist doch gar nicht scharf. D-Rock sagt, ist nicht scharf. Liebst du Antonia und D-Rock? Und deinen Nachbar? Nein. Das ist schon die beste Dreierbeziehung, die du dir vorstellen kannst. Ja. Oder Viereck sogar. Ja. Ich liebe alle. Ich liebe alle. Morgen auf dem Edi-Event erstmal irgendwie den ganzen Tag Durchfall oder so. Schreibt nochmal alle in den Chat, Bock, dass es zweimal brennt. Das hat er noch nicht mitbekommen übrigens. Schreib das unbedingt nochmal rein. Nee, also wirklich gute Idee da, Antonia. Der Nachbar soll mal Twitch-Account geben, der kriegt VIP. Warte mal kurz. Sein Bounty war ein Uncutler und sein Bounty ist jetzt weg und die Zeit ist nicht abgelaufen gewesen. Nee, aber wenn wir es nicht im Killfeed sehen, oder? Ja, das ist bodenlos dann. Ich kotze sonst alles voll. Sind das zwei? Nicht aufgeben. Die Bonbons sind nicht so schlimm, haha, schreibt mir Toni im Chat. Ey, vielen Dank, Toni, für die Information. Hat mir geholfen. Ist jetzt alles besser. Ah, da ist doch natürlich... Ah, da holt noch ein Uncut da. Hm. Oh, ekelhaft. Ich sag mal so, es wird mir richtig stinken, wenn ich jedes Mal essen müsste. Oh. Ah. Hm. Brennt in München. Und rein damit, komm. Stell dir einfach vor, es ist ein, keine Ahnung, ein Gummibärchen oder so. Aber, gute Nacht, Wind und Stu sind beide weg. Ja. Dass Phil auch auf seinem dritten Monitor oder irgendwo mich noch, mir noch zuguckt dabei. Ich guck dir nicht zu. Nein. Ja, Wind, und das Einzige, was ich von ihm auch die ganze Zeit in den Chat lese, ist ha. Ich meine, das muss ich halt Echo ab. Vielleicht habe ich da den Nachbarn auch verschwinden lassen, wer weiß. Bodenlos.
Also wenn das kein Win für Uncut wird, die Runde. Vom Lachen, ne? Aber ich wenn, das, wenn die Runde kein Win für Uncut wird, ne? Oh mein Gott, stimmt. Oh, da wird wieder... Wo sind denn meine Uncutler? Die werden alle ausgeschossen. Am Ende ist Blumio da, Solo versus 5 Uncuts und tötet alle. Schmacki. Oh, kennst du dieses TikTok mit dem Löffel, der so zum Mund geführt wird? So kannst du das machen. Hey, warum zeigst du Mittelfinger? Ah ja, mein Stream offen? Stream zu, wurde mir geschrieben, dass du es gemacht hast. Mama, Papa. Mama, Papa. Weiß mal. Oh, es schmeckt auch so ekelhaft, ne? Es ist einfach nur widerlich. Es schmeckt nicht. Es ist ekelhaft, säurehaltig. Blumio, raus. Oh ja. Und ich sag dir aber ehrlich. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, das wird wirklich ein Uncut-Win. Es muss also ein Uncut-Win werden. Gelacht habe. Es muss Karma geben. Schmeckt, brennt zweimal. Matze auch in meinem Chat. Ah. Oh mein Gott. Matze, mit Dingle brauchst du dich ja gar nicht blicken lassen eigentlich im Stream. Aber der Gamertag von dem Uncut-Kollegen hier, da wirklich auch wirklich kotzt alles voll. Das schwarz vor Augen jetzt gerade auch, ne? Ich finde den geil. Ich finde jeden mit Uncut in Karma-Tag geil. Vor allem, wenn die geknattert werden. Was ist das nochmal für eine Tarnung? LA Thieves, oder? Ist oh, geil. Hab ich nicht. Ja. Oh! Hm. Alright. Wie viel hast du jetzt schon gegessen eigentlich? 7? Soll ich eine gute Nachricht sagen? Henki hat mir gerade geschrieben. Er macht jetzt nichts ohne mit Uncut. Henki, geile Sau. Unkorrekt. Nicht Uncut, nicht Uncut. Oh! Ist denn auch noch ein Dingle noch drin? Ah! Das sind nochmal zwei leckere Schmacki-Chilis für Stylers an der Ich finde auch gut, dass D-Rock gesagt hat, er isst jetzt immer mit, er hat aufgehört nach einer. Nein, er hat nach einer mit aufgehört. Ja, wenn du dann mir noch eine. Ich will jetzt, ich weiß jetzt nicht, was ich zugucke, ob ich Chris zugucke, wie er isst. So, der nächste Uncutler geht leider down. Ah! Nimm dir eine. Oh, wieder von einem Uncutler geholt. Uncut sieht hier Uncut raus. Das sind jetzt drei Chilis. Fünf. Klasse. Telex Solo. Ich alleine. Ich sag so, die würde ich nicht in den der linken haben. Also hast du schon drei gegessen oder erst eine? Ich oder bin so? Jetzt. Nee, ich muss das alle drei auf einmal. Echt? Willst du anstoßen oder was? Bist du. Nee, ich warte, bis ich die Hand habe. Geh dann nochmal raus. Mama, Schnappi. Oh. Oh, der hat's gekracht. Oh, Stuke drin im Late-Game, ja, dann gewinnen die das aber. Ja, die gewinnen. Das ist zwar die vierte Chili, aber Uncut gewinnt ziemlich sicher. Stuke ist noch drin. Das wäre auch zu lustig gewesen. Vincent und Stuke sind drin, 2 gegen 1. Stuke 15 Kills. Das ist ja unkorrekt. Nein, ach Mann. Klettergranate geworfen. Und da noch ein Baum hinterher. Geil, Ausgleich. Für euch habe ich gelitten. Gelitten habe ich für euch. Vincent und Stu, meine Männer. Das wäre so lustig gewesen, oh mein Gott. Schade. Die kommen auch beide in den Spucknapf. Wie heißt der? Der Spucknapf von SpongeBob. Salziger Spucknapf. Der salzige Spucknapf. Ja? Uncut, salziger Scheiße. Spucknapf, Dinkel, Weicheischuppen Junior. Zum nein. Kommt beide noch rein. Auf keinen Fall. Weg mit der Scheiße. Aber ich habe abgeschaut, da ist er, der Ausgleich. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Ja, GG's. Nee, aber also wirklich, das. Also, wenn du das noch verloren hättest. Ja, das Stream also, wäre dann wirklich. Ja, Chris hätte nicht Stream, Trümmerbruch. Er hätte sich wirklich nicht mehr gemeldet. Nach LA, Abfahrt, tschüss. Ich wäre weg gewesen, für immer. Wirklich weg vom Fenster. Oh mein Gott, Alter. Ja, aber GG's.